Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Episode, ich sehe schon, sind wir hier gelandet, nachdem wir ja von der Tante quasi verraten worden sind, falls sie nicht dort warten wollte, wo wir sie halt abgelegt haben und so. Also haben wir uns einen Weg gemacht, einen anderen Weg zu suchen. Jedenfalls haben wir ja nicht unbedingt viel gemacht. Wir haben aber auch Sachen gefunden. Link, bitte. Konzentration. So. Und ich weiß jetzt, wie. Ist das eine Mücke? Ich weiß jetzt wieder, warum ich diesen Dungeon nicht so toll fand. Falls man mal in der Mitte aufhören muss, darf man nur von vorn anfangen. Ja, denn sobald man aus dem Laden rausgeht, ist die Tante nämlich vor dem Laden, was ich heute beim Laden herausgefunden habe. So. Oh, right. Hier sind die Teile ja nervig. Da sehen wir wieder den Drachen. Was natürlich toll ist, weil dann darf man den ganzen Weg nochmal latschen. Aber was soll man denn machen, wenn das so ist? So. Und bitte auf die andere Seite. Danke. Ach, meine Güte. Ist hier was? Töpfe mit ein bisschen Geld drin. Wir brauchen ja 600 Rubine. Also aufgerundet 600 Rubine. Um die magische Rüstung da zu kaufen, die richtig, richtig cool ist. Und keine Bange, Leute, ich weiß es, die machen muss halt nur ziemlich reich sein. So. Ich würde eigentlich gerne noch zu dem Ding da hingehen. Weil hier sind wir nämlich bei einer Truhe. So. Aber wir sollten jetzt wahrscheinlich in der oder spätestens in der nächsten Episode mit dem Dungeon fertig sein. Und da muss ich gucken, was wir dann direkt im Anschluss machen. So, da ist eine Truhe. Das ist schön, die Truhe. So. Ja, hier mit den Rubinchen. Wir sind jetzt schon bei 435. Was schön ist. Was ist da? Irgendwas. So, wo sind jetzt die Dinger? Da oben. Nein. Auf das hier bitte fokussieren. Danke. So, wir können zu dem Ding dahin. Und hier wartet eine Truhe auf uns und ein Geist. So. Wolf werden. Ich merke gerade, Minder kann uns gar nicht mehr aus den Sachen hier rauswerfen. Hey, Geist. Autsch. Schon? Und? Hab dich. Gott, ich liebe das. Ja, mit der Autofokus halt auf die Fliegedinger da geht. So, beste Seele. Weil morgen habe ich eigentlich keine Zeit mehr zum Let's Playen und ich habe jetzt momentan nicht genug Episoden. Also mit Yoshi's Woolly World bin ich gut dran, aber halt mit Zelda nicht. Und wird wahrscheinlich so sein, dass ich dann nicht jeden zweiten Tag irgendwas mache oder sowas halt. Wir werden ja sehen, ne? So. Oder ich muss ja sehen, ne? Oh, dann ist wieder so ein dickes Ding. Na komm. Beeil dich, du Fliegeteil. Ich hab nicht die ganze Zeit der Welt. Das ist noch so ein Fliegeteil. Jetzt sag mir mein Handy, mein Akku ist ja nicht voll genug. Okay, ich dachte schon. Nein, ich. Kamera, ich. Oh Gott. Davon das Ganze nicht. So. Drehen kann ich, wenn man will. Ein Königreich für eine funktionierende Kamera in Videospielen. Und. Oh. Bomben. Ja, schön. Ich weiß, wie Bomben funktionieren. Angespielt. Ist das ein Pflänzchen?
sehr gern. Zur Tour kommen wir, glaube ich. Oh, das war dumm. Noch anders. Ich würde auch trotzdem ja die Zeit sehen. Danke. Wo ist eigentlich mein Ladegerät? Das ist das andere. Das ist ja mein Zimmer. Das. Naja. Es hat Vorteile, wenn andere Leute im Haushalt so das gleiche. Also. Nee, also. Die gleiche Handymarke haben. Dann kann man einfach das Ladegerät teilen. So. Und. Hinunter. Es müsste doch noch einen anderen Weg dorthin geben. Naja. Wir werden ja sehen, wohin uns diese Tür führt. Schnitt und Glieder. Das muss hier ein Abschnitt sein. Vor allem haben wir den Master-Schlüssel noch nicht. Jetzt fängt das wieder an. Ich will mich doch nur umgucken spielen, bitte. Herzchen! Meins. Jep. Das ist was sehr Lustiges. Und wenn sich nämlich nicht beeilt, schnappen ein diese Vogelviecher. Die eigentlich richtig cool sind. So, und hier ist, glaube ich. Was sind die jetzt überhaupt? Nein, andere Taste. Oh, wieder in der Mitte. Dann will ich die Truhe jetzt schon mal holen. Spiel, please. Willst du mich eigentlich? Ich darf die Truhe nicht mehr holen. Na, doch, ich darf sie holen. Nein. Ich will auf das andere Ding fokussieren. Danke. So. Gut. Das finde ich ein bisschen fies gewesen. Ich finde das Wow nicht. Okay. Aber ich frage mich echt, wo der Kompass ist, ne? Und vor allem, wie ich zu der einen Truhe da komme. Also, die aus der letzten Episode. Die da ganz lustig positioniert von wegen, ach, ich bin hier, aber du kriegst mich nicht. Ohoho. Ich bin da so fantastisch. Herzteil! Yeah! Leute, wir haben ein weiteres Herz. Dann haben wir noch ein Herz. Ja, uns fehlen noch relativ viele Herzteile, aber hey. Ist da unten nicht noch eine Truhe oder sowas? Nee. Nee, da ist nichts. Okay. Gut. Sehr schön. Hoffentlich sind in der anderen Truhe einfach nur Rubine oder so drin. Das kann man doch verkraften, wenn man das verpasst. Ein Herzteil wie übel, dann dürfte ich den ganzen Spaß hier nochmal machen. Okay, Spiel. Lass uns weitermachen. So. Ich weiß, früher als Kind habe ich diese komischen Sachen, also diese Fliegedinger, gruselig gefunden, aber jetzt frage ich mich echt. Tja, Kinderaugen sehen vieles anders, ne? Ja, dafür finde ich heute andere Sachen gruselig. Wie Steuern. Ja. Und Finals. Also Uni-Schlussprüfungen. Obwohl, das hätte ich damals wahrscheinlich. Oh, also sehr gruselig. Fangstoß, Fangstoß, Fangstoß. Kein Fangstoß für mich. Aber hey. Die sind relativ. Drei Herzen. Flott erledigt. Das ist nämlich voll hübsch hier. Oh. Oh, stell dich vor, wie hübsch das sein musste. Es ist ganz noch. Ja, ganz wahr. So. Und tschüss. Ist. Hat der mir gerade einen 50er rübergesch. Alter. Danke, Kollege. Wir sind ja bald wieder. Zu rich, um hier Money zu tragen. Ist hier noch was? Ja, ich kann da hoch. Wohin bringt mich die Tür? Vielleicht kann ich da mit dir irgendwas. Freischalten. Huh.
Da ist die Truhe. Nein, nein, nein. Autsch. Ja? Nochmal? Ach, das kann ich runterfallen. Schade, ich dachte schon. Na gut. Ja gut, es wäre ein bisschen böse gewesen. Wir machen einen auf Chaos auf... Nein. Goodbye, Deponia. Warum hilft das hier? Wenn des Windes? Wahrscheinlich. Ne? Wer sich dran erinnert? Oh Gott. Sein herzzerreißendes Projekt. Ich habe das Ganze sogar ganz verdrängt. Von wegen, ach, stimmt, ich habe ja mal die Goodbye Deponia Let's Played. Oh. muss ich da irgendwas tun können. Aber wahrscheinlich kann ich oben irgendwie einen Schalter oder sowas bedienen. Okay. Gucken wir uns mal um. Und ja, ich habe jetzt aus Versehen mit dem Controller gegen mein Headset geschlagen, falls ihr irgendwie einen komischen Ton gehört habt. Kann es ja geben. So. Also. Heute war echt ein langer Tag. Nicht im Sinne von, oh Mann, habe ich heute viel aufgenommen. Ja, ich meine, habe ich, aber das stört mich nicht. Das mag ich. Das ist was Tolles. Also wenn ich es nicht mögen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Na, tschüss. Ich glaube, ich muss hier sogar als Wolf durch. Kann Link auf diesen Sachen balancieren? Nein, kann er nicht. Ich muss jetzt noch durch. Gut. Schön, dass wir hier auch hier die Wolfsform annehmen müssen. Ha. Nee, nee. Ist einfach nur... Einerseits freut man sich auf etwas und dann merkt man, warte mal, das beinhaltet auch, keine Ahnung, das und das und das. Dann freut man sich nicht mehr. Dann kommt die Anxiety, die einen sagt, hey, hast du eigentlich noch an das und das gedacht? Und dann... Link, please. Was? Ich weiß echt nicht, was das jetzt war. Ich habe auf die Spinne fokussiert und ist dann einfach runtergesprungen. Oh, da sind wir wieder den Drachen. Ich liebe das Design von den Drachen. So. Zum Wolf werden, danke, Minder. So. Ach ja. Zum Beispiel mag ich... Ich mag es, neue Orte zu sehen, ja. Aber Reisen an sich finde ich... Bäh. Das ist einfach mal so stressig und einfach... Man kann seine Zeit besser nutzen. Ich komme da nicht hin. Aber jetzt. Ah, ich weiß, was passiert ist. So. Jetzt aber. Was ist da? Ist der Pfeil immer noch da drin? Der eine? Und vorhin? Nee. Okay. Ich bin. Klar, es ist cool und so, aber ich. Das ist einfach so. Und das Packen, Leute. Oh Gott, Packen ist das Schlimmste, was es gibt. Oh. Vor allem, wenn man dann nach Hause kommt, machen wir alles wieder auspacken und. Ich habe gerade mein Zimmer aufgeräumt nach den Finals. Es ist alles wunderbar. Und wenn ich dann nach Hause komme, liegt der Koffer wie noch 3 Wochen rum. Man sich denkt, ich habe jetzt keine Lust. Nee, mach ich später. Jojo, klar. Da ist noch ein Geiz. Muss ich aber aufpassen. Oh nein, toll. Darf ich einfach fast forward zu der guten Sache und dann wieder fast forward zu nach Hause machen? Das wäre super. So. Quasi. Kein Autsch. Ha. Oh, jetzt gab's ein Autsch. Nein. Du Fiesling. Halt doch still. Nein. Darf ich nicht mal mehr Abendaufnahmen bei Twilight Princess machen? Was soll das denn? Ich glaube, ich stress mich jetzt einfach mein Verreisen, ne?
Ja, das ist es. Was soll es denn sonst sein? Wisst ihr, was ich auch seltsam finde, ne? Um hier hinzukommen, braucht man unbedingt... Oh, jetzt sind alle Gegner wieder da. Ach Gott. Meine Güte. Braucht man den Kopierstab, aber hier benutzt man ihn nicht ein einziges Mal, glaube ich. Hier. Hier. Weg. So. Zum Wolf werden. Danke. Und so. Macht aber Sinn, dass man das quasi nur als Wolf kann. Wölfe haben ja relativ breite Pfoten, damit sie gut im Gelände vorankommen. Also ist es dann perfekt für Schnee oder sonst halt so eher feuchte Böden und so. Waldböden, die weich sind. Das finde ich so super. Ah, Wölfe sind einfach so was für, einfach so anmutige, wunderbare Tiere und sie sind auch so süß und knuffig und wach. Nein, natürlich muss ich den langen Weg nutzen, sonst. Wo denken wir denn hin, Charlie? Also den kurzen, den einfachen Weg nehmen, um zum Geist zu kommen und zur Tour? Nein, so geht das nicht. Wir wissen doch alle, dass man das alles immer komplizierter machen muss, als es eigentlich ist. Naja. Oh. Na, Midna, denkt sich auch so. Hm, natürlich, was denn sonst sein? Aber schade, dass die Musik nicht unbedingt super fetzig ist. Ich liebe fetzige Musik. Nein, sind die Spinnen auch wieder da? How do I try? Wie ist das eigentlich da? Do I try mit He-Man? Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe das noch nie gesehen. Ich sehe es einfach nur überall so. Tumblr und so. Und ja, ja. Ja. Ich habe einen Tumblr. Ich habe jetzt benutzen muss. Ja, aber das ist echt so voll die Einschlafmusik. Ich meine, es passt und alles. Erinnert echt ein bisschen an Spyro, an die Gebietsmusik aus der ersten und zwei, also Sommerwald, Herbstfeld in Gateway to Glimmer. Ne? Und vor allem, das Leveldesign erinnert auch ein bisschen. In die Himmelswelt aus A Hero's Tale. Hm. Apropos, wenn ich mich dran erinnere, könnte es dann in den Ferien wieder ein neues Spyro-Projekt geben. Jetzt werden es eigentlich nicht mehr viel, außer halt Enter the Dragonfly. Wo ich nicht weiß, ob ich das mache, weil das verdammt verbuggt ist und alles. Riesling! Nimm das! Fangstoß. Und das ja dann immer noch. Du hältst eine Geisterseele. Yay. Legend of Spyro, ne? Wobei. Das sind ganz okay Spiele, sind aber halt keine richtigen Spyros mehr. Und da ich sowieso alles. Spyros Let's Playen wollte, wird es auch eines Tages kommen. Wollte ich gerade gesagt haben. Aber nach Twilight Princess kommt aber ein anderes Projekt. So. Wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Naja, wenigstens haben wir eine Geisterseele bekommen. Kann man ja auch nicht viel gegen sagen. Na, das war so ein bisschen klar. Gut, wir klettern noch da oben hin. Und dann muss ich leider sagen, das war's für heute. Haben wir viel geschafft? Nicht unbedingt. Haben wir uns Mühe gegeben? Oh ja, haben wir. Haben wir. So. Und wie gesagt, wenn die Woche, also in der ich weg bin, Zelda unregelmäßig kommt, beziehungsweise jeden zweiten Tag oder so, werden wir es wahrscheinlich merken und das Projekt verfolgt, dann wisst ihr, was los ist. Aber Yoshi's Woolly World sollte jeden Tag kommen. Denke ich, habe ich die Episode aufgenommen? Ich muss gucken, sollte aber vorerst reichen. Ja, immer diese spontane Verreisen, das gibt's doch nicht. Gut, so.
Also, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.